viele dieser Kompetenzen, die zu erwerben sind, sind Kompetenzen auf höherem Kompetenzniveau. Also selten einen Fall erlebt, wo es nur darum geht, in einer Veranstaltung etwas zu verstehen. Ja, wenn man so nach den klassischen Lernzieltaxonomien von Bloom oder Anderson gerade wohl vorgeht, hat man da ganz unten Erinnern und Verstehen. Ne, das ist so die Basis, das, was normalerweise in der Vorlesung passiert. Also man will die Studierenden auf Verstehensniveau bringen. Und darauf aufbauend geht es dann aber um das Anwenden des Gelernten, Transfer in neue Gebiete, Analysieren unbekannter Situationen, Bewerten von neuen Situationen, Entscheidungen treffen oder komplexe Produkte erstellen, Create, die höchste Ebene in der Lernzieltaxonomie. Und all diese Kompetenzen, das sind letzten Endes die Ziele, die in vielen Lehrveranstaltungen tatsächlich auch zugrunde liegen. Expertinnen und Experten eines Fachs haben ja nicht nur irgendwas verstanden, sondern die müssen natürlich das Verstandene auch zur Anwendung bringen. Und gerade dieses zur Anwendung bringen, wenn man das mal formuliert hat, was bedeutet das in der konkreten Situation, zielt das in der Regel genau darauf ab, was die Studierenden dann auch in der Präsenz tun sollen, nämlich gerade das anzuwenden gemeinsam auf höherer Ebene mit dem in der Vorbereitung verstandenen Arbeiten. Der Ausgangspunkt ist ja kompetenzorientierte Lehre. Das heißt, auch die Kompetenzen sollten natürlich im Mittelpunkt der Prüfung stehen. Und das ist das Wesentliche, dass man eben genau die Kompetenzen prüft, die auch erworben werden sollten im Rahmen der Lehrveranstaltung. Und da ist es so, da kann man jetzt keine allgemeine Aussage treffen, was ist die richtige Prüfungsform für ein Inverted Classroom, sondern die hängt natürlich im Wesentlichen von den Kompetenzen ab. Auch Klausuren kann man kompetenzorientiert gestalten. Ja. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was im Modulhandbuch vorgegeben ist in der Prüfungsordnung. Also manchmal hat man gar nicht die Wahl. Ich musste jahrelang eine Klausur machen im Rahmen einer Lehrveranstaltung. Das heißt, ich habe versucht, meine Klausur kompetenzorientiert zu gestalten und eben genau die Kompetenzen darin abzuprüfen mit entsprechend geeigneten Aufgaben, die auch im Rahmen der Lehrveranstaltung erworben werden sollten. Schlecht ist es natürlich, wenn man Kompetenzen prüft, die nicht erworben werden sollten, aber wo die Studenten nicht genug Chancen gehabt hatten, die zu erwerben, sodass alles letzten Endes darauf wieder auf Constructive Alignment hinausläuft, sodass auch eine faire Prüfungssituation am Ende existiert. Manche würden vielleicht sagen, dass gerade solche Prüfungsformen wie Portfolio oder Projektprüfung oder so etwas auch besonders geeignet ist. Ich würde sagen, ja, kann geeignet sein, wenn denn auch während des Semesters ein Portfolio erstellt werden sollte oder das auch geeignet war, um die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben oder wenn auch die Projektmethode geeignet gewesen ist, um die entsprechenden zu erwerbenden Kompetenzen zu unterstützen. Inverted Classroom bietet gerade die Chance für formatives Assessment. Feedback, immer wieder Feedback zu geben, auch während des Semesters in der Lernsituation, weil da ist ja Feedback wichtig, also gerade in der Lernsituation, nicht nur am Ende, da wo es darauf ankommt, dann Feedback zu bekommen, sondern gerade wenn man sich noch im Lernprozess befindet. Und da gibt es natürlich jede Menge Möglichkeiten, im Inverted Classroom Feedback zu geben, in der Vorbereitungsphase und in der Präsenzphase. Also vielleicht nicht mal die Präsenzphase ist natürlich geradezu prädestiniert dafür, Feedback zu geben, weil man durch beispielsweise bei Gruppenarbeiten, beim Rumlaufen und so weiter oder auch in der Gesamtdiskussion stellvertretend sozusagen Feedback geben kann zu bestimmten Leistungen von Studierenden oder Ideen oder Lösungen oder auch Fragen beantworten kann. Das ist natürlich alles Feedback für die Studierenden. Man kann auch Quiz-Tools einsetzen in der Präsenzveranstaltung, um Feedback zu bekommen, auch Feedback von Studierenden in Richtung Lehrenden. Das ist natürlich auch eine wichtige Feedback-Richtung, die immer gerne übersehen wird. Dass man als Lehrender sieht, okay, das wurde überhaupt nicht verstanden aus der Vorbereitung. Da kann man natürlich auch sehr gut Audience Response Systems einsetzen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Und natürlich in der Vorbereitungsphase, da kann man auch sehr gut Feedback nutzen oder anbringen, indem man Quiz-Aufgaben gibt, wo jeder Student Self-Assessment machen kann. Also man kann eine Quizaufgabe machen, bei der jeder Student, jede Studentin prüfen kann, habe ich wirklich alles verstanden oder muss ich vielleicht das ein oder andere Material nochmal anschauen. Und was man natürlich auch machen kann, ist tatsächlich auch Arbeitsergebnisse einsammeln von Studierenden aus der Vorbereitungsphase. Das erhöht auch wieder die Verbindlichkeit.
Aber nicht nur, um die Verbindlichkeit zu erhöhen, sondern auch, um Feedback zu geben und eine Rückmeldung zu geben dazu, wie jeder sozusagen performt hat in der Vorbereitung, was aber wiederum aufwendig ist. Deswegen habe ich es bislang wenig gemacht, weil ich in meinen 150-Personen-Veranstaltungen nicht gut jedem Einzelnen Feedback geben kann auf das, was er einreicht an Lösungen und so weiter. Aber vielleicht könnte man da auch sehr gut mit Self-Assessment arbeiten und eben Möglichkeiten, automatisiert Feedback zu geben, indem man Quizaufgaben oder Ähnliches einsetzt.